Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde DC Universe Online. So, ich logge mich mal schnell mit meinem Stefan Red Dog ein. Stefan Red Dog spielen. Und dann werde ich gleich erstmal kurz den Sound ein bisschen leiser machen. Ich habe mir gestern mal eins angehört und gehört, dass ich ganz schön laut war. Also nicht ich, sondern das Game. Dann gehen wir mal rauf. Einstellung. Steuerung wird so. Audio. Machen wir so. Okay, annehmen. So. Okay, gut. Dann haben wir das jetzt gemacht. Dann werde ich jetzt sofort wieder J drücke J auf das Tagebuch zu greifen, um ein bisschen abzuwählen. Ah, egal. Hab doch ein Level up gehabt. Da kann ich doch. Habe ich da vielleicht jetzt Punkte gekriegt? Inventar? Ah, genau. Können wir mal noch die Sachen schauen. Boah, das Fett. Jetzt sind. Eieieiei. So. Vielleicht besser wie der eine Ring. Ah, ja, war es so. Gut, dann packen wir das einmal weg. Den kann ich noch nicht benutzen. Lol. Sieht meiner aus. Okay. Ja. Nein, danke. Ich will nichts kaufen. Verkaufe den Gegenstand für Geld an einen Händler. So, jetzt müssen wir erstmal zum Händler. Wo geht's dahin?
Und ja, wo ist denn hier der Händler jetzt? Hier war ich doch vorhin schon drinne. Da kam ich doch her. Also hier war doch kein Händler. Ah, doch da. Händler. Lass mich in Ruhe. Reparieren, brauche nichts. Verkaufen. Verkaufen diesen Gegenstand an einen Händler. Verkaufen. Verkaufen diesen schon für Geld an einen Händler. Verkaufen. Benutzen. Okay. Okay. Volle Aufpasser. Das Gegenstand verkaufen an Händler. Okay. Verkaufe, 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 verkaufe. So. Kaufen. Ach, aber man nicht kaufen. So. Jetzt drücken wir auf Y. Übung? Naja, ich brauche keine Übung. Jetzt kommt gerade die nächste Instanz, das ist jetzt eine Ein-Mann-Ini, der Tresor. Ich glaube, hier war ich schon mal. Willkommen, willkommen alle miteinander in Jokers Raum für Spaß, Verwüstung und Preise. Was soll es wohl sein? Etwas, um deine Gegner platt zu machen? Oder bloß irgendein nutzloser Krempel? Wer weiß? Her mit dem Zaster und probier dein Glück. Zerstöre diese Schenke und hol dir die Preise. Ich glaube, hier war ich doch noch nicht drin. Das war's, das Spiel ist aus. Weitergehen, weitergehen. Hier gibt's nichts zu sehen. Raus hier, bevor meine gute Laune weg ist. Das heißt sofort. Okay. Also das war der Tresor. Na gut, dann bei nächster Instanz. Für zwei Spieler. Hat das alles noch gesperrt? Für vier Spieler. Da waren wir schon drin. Für acht Spieler. Gibt's nichts für mich. Arena gibt's noch. PvP, PvP.
Dann gehe ich nochmal hier auf Üben. Gut. Jetzt schauen wir uns mal die Leute alle an, die man sich hier wahrscheinlich irgendwann mal nehmen kann. Das ist einmal Batman, Joker, Harley Quinn, Nightwing, Robin, Banne, Bane, Banne. Wie wird ausgesprochen? Bane oder Banne? Bane hört sich besser. Huntress. Wieder Joker. Catwoman. Two-Face. Und Batman. Harley. Batman. General Todd. Lex Luthor. Akilo. Böse Batman. Bizarro. Kilobock. Steel. Amosur. Al Jordan. Ursa. Power Girl. Sinistro. Sinistro. Okay. John Stewart. Wonder Woman. Felix Faust. Dr. Fate. Ich glaube, den möchte ich gleich nehmen. Circe. Donna Troy. Ketta. Die meisten kenne ich gar nicht. Atroxito. Das ist ein roter, also das ist ein Red Lampen, Blue Lampen. Kenne ich nicht. Guck mal, der Blue, Blau und Grün. Steelwalker. Kelly Rayner. Der Rot und Grün. Guy Gardner. Supergirl. Wonder Girl. Klassischer Batman. Deathstalker. Green Arrow. Moderner Batman. Batman aus der neuen S2 Serie. Shazam. Noch ein Batman. Batman der dunkle Ritter. Meine Güte, wie viele Batmans gibt es denn? Black Adam. Sexbomb Wonder Woman. Sexbomb Supergirl. Sexbomb Catwoman. Sexbomb Harley Quinn. Harley Quinn. Flash. Und Supergirl Kostüm von TV-Serie. So, das sind alle, die man hier zur Auswahl hat. Bei den Events. Ich weiß nicht, wie lange die gehen. Aber ich nehme jetzt erstmal den hier. Weil wir hatten ja gestern Robin gehabt. Und dann haben wir jetzt halt Dr. Fate. Klicke auf Bereit. Bereit. Okay. Oh, das geht sofort los. So. Achso, ist ja auch Training.
der macht es. Beschwöre ich einen zweiten Kämpfer, der für mich mitkämpft. Entweder 5 oder 6. Okay. Machen wir mal hier ein paar Sachen kaputt. Das war genug trainiert. Ja gut, die Instanzen kennen wir ja eigentlich schon. Nein, das sieht auf jeden Fall cool aus. Irgendwie aus wie ein Captain. Na, egal. Ich suche jetzt aber noch eine Instanz, wo wir dran teilnehmen können. Die haben wir schon gesehen. Die haben wir noch nicht ganz gesehen. Dann knalle ich mich da rein hier. Komm, dann nehmen wir den. Wir sind bereit. Hoffe, dass es gleich losgeht. Solange nochmal meinen Charakter hier anschauen. Okay, oder? Ah, genau. Ach, Scheinung. Brauchen wir nichts. Tagebuch, brauchen wir nichts. Eigenschaften. Kräfte. Kein Punkt mehr frei. Heilerfähigkeit. Waffen. Oh, da habe ich noch 3 Punkte übrig. Setzt drauf und betäubt. Okay. Dann machen wir das halt nicht mehr. Ich dachte, nachher bin ich die Instanz durchgespielt habe. Oh, die sind schon ganz schön weit.
Jo, was mache ich jetzt so lange hier kämpfen? Der Control Row. Da ist ein Ausrufezeichen. Ach, die haben schon alle. Hey, yo, ich glaube, es geht da bei den Leuten weiter. Aber es ist schon einer weg. Hey, warum komme ich da nicht lang? Ja. Eine EP gekriegt. Yeah. Was machen? Auch nix. Ach ja. So, jetzt bin ich einmal durch die ganze Instanz geflogen. Jetzt komme ich hier durch. Greife Feind an.
Genau da war ich gestern auch. Ja. Das sind auch wieder keine Leben ab. Fliegen wir mal hier lang. Hier sind. Oh. Dann gehe ich mal hier wieder raus. Genau. Rausgehend ist, indem wir zurückfliegen. Lol. Weitere Spieler finden. Siege gleichzeitig die nächste Wächter. Dann muss ich jetzt auch noch kurz kaputt gehen. So. Jetzt bin ich kaputt und jetzt ist das Tor wieder offen. Und jetzt gehe ich einfach raus. So. Das war mal wieder nix. Dann machen wir mal schnell was anderes hier. Y. Das haben wir jetzt gesehen. Die kennen wir ja auch schon. Eine PvP-Arena. 1 gegen 1. Ich bin ein Deserteur. Egal. Wir gehen jetzt in der Betthöhle rein. Ich glaube, wir kommen da erst rein, wenn das Deserteur abgelaufen ist. Ach nee, doch nicht. Hey. So, jetzt sind wir drin. 1 gegen 1.
Dann mal schauen, wie da ist. Erober den Bad Computer. Okay. Wiederbeleben. Level 30. Ich bin Level 11. Hallo? Das ist nicht ein bisschen unfair? Es steht verfügbar ein. Jetzt. Ja. Ein Stück verfügbar in jetzt. Und verloren. Oh, ich habe ein Abzeichen gekriegt.
Nicht schlecht. Und noch was gekriegt. Nicht schlecht. Und noch was? Instanz verlassen. Aber irgendwie ein bisschen unfair. Er war Level 30, ich war Level 11. Hallo? Ich habe keine Angst vor dir. Ich muss doch hier irgendwie neue Quests kriegen zum Weiterleveln. Ich verstehe das nicht. Da kann doch nicht sein, dass ich jetzt tausendmal die eine Instanz durchspielen muss, bis ich Level Up habe. Oder eine von den beiden. Einmal die Event und einmal die Area 51. Ach je. Tresor. Cyborg. Gehen wir mal raus. Drücke mal J auf Tagebuch. Was mache ich jetzt? Na, egal. Bevor ich jetzt hier die ganze Zeit nur rumstehe oder rumfliege und nichts machen kann, denke ich mal, euch das Video hier ab. Und ich suche schon mal was für morgen und spiele morgen weiter. Dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Recht herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.